Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Stardew Valley. Es geht endlich weiter. So, packt euch gut ein, Leute. Morgen wird es schneien. Okay, was sagt der Wahrsager? Da haben wir gestern gar nicht nachgeschaut, ne? Heute sind die guten Geister gut drauf. Die Geister sind gut drauf. Ui, eine Wurzelplatte. 3 Angriff. Minenarbeit und Magnetismus. Boah, cool. So viele Sachen. Ja, es kommt der Tag. Oh, guck mal, da brauchen wir tatsächlich Tintenfische für, ne? Guck mal, da machen wir den schon mal, weil dann habe ich keinen Stress. Wir müssen hier gießen. Habe ich meine Gießkanne dabei? Nö, haben wir nicht. Okay. Die haben wir die abgegeben? Ne, die Hacke haben wir abgegeben, ne? Ich hatte etwas extra Holz herumliegen, liebe Kira. Ich dachte, du könntest es gebrauchen. Pass auf dich auf. Robin, cool, dankeschön, hallo. Wow, Knochenfragmente, sehr nice, okay, super gut. Da kriegen wir wieder welche. So, wir hatten ja gesagt, wir brauchen mal welche zum Köder machen. Ne? Das war ja so das, was ich gesagt hatte, angekündigt hatte, das brauchen wir auf alle Fälle. Jetzt gucke ich mal, was wir hier noch so alles... Perfekt. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja. Die müssen wir dann auf alle Fälle gleich noch bei Gunther abgeben. Der Rest braucht alles noch ein bisschen. Ist in Ordnung. Auch hier gucke ich jetzt mal, was wir da noch so über haben. Das müssen wir mitnehmen. Das brauchen wir jetzt dann gleich. Wieso auch immer die Strandschnecke hier drinnen ist. Das versteht auch keiner. Und auch das wird keiner verstehen. Das müssen wir natürlich dann dementsprechend gescheit aufräumen. Hier die Korallen. Ja, die hatte ich da, glaube ich, rein. Weil wir ja zur Herstellung welche brauchen. So, dann packen wir jetzt mal hier den Tintenfisch rein. Jetzt muss ich bloß mal schauen, was ich hier noch so reintun kann. Okay, da gar nichts weiter. Ach, Herr Jemine. Puh, so viel Zeug. So viel Zeug. So, Käse. Sehr schön, dann können wir den jetzt erstmal damit reinschmeißen. Und dann hatten wir hier noch eine Milch und nochmal. Oh, wir könnten aber auch die große Ziegenmilch benutzen. Das ist auch in Ordnung. So, genau. Dann, oh, 10. Das ist natürlich sehr nice. Hier geht es auch gut weiter. So, dann machen wir hier nochmal 5. Können wir den nämlich da noch mit reintun. Und dann hätten wir das hier auch drinnen. Das sammeln wir jetzt erstmal einen Moment. Morchel, genau. Und die verkaufen wir dann demnächst auch nochmal geballt. Ne, dann gibt es auch nochmal so einen richtig schönen Boost. Wir waren gestern gar nicht bei der Dingsbums-Händlerin. Ne? Das ist ein bisschen ärgerlich, weil was fehlt denn uns noch? Uns fehlt hier die Markierung. Trüffel. Also wenn unser Schwein die Trüffel nur draußen sucht, dann werden wir leider erst doch im Frühling das Gewächshaus fertig kriegen. Ein bisschen schade, wie ich finde, aber gut. Was war das jetzt? Hä? Wie schnell ging das denn jetzt? Hat 17. Boah, geil. 23. Na, das ist doch herrlich. So, mal eben schnell. Oh, ist das schön. Endlich, ne? Das ist doch herrlich, dass wir jetzt hier... Knack, knack. Ja, den automatischen Fütterer haben. Das heißt, wir haben jetzt hier alles sehr viel entspannter. Wir könnten uns jetzt auch ein Kaninchen holen. Ich tendiere jetzt im Moment dazu, das nicht zu machen. Ja, weil einfach no time. So, dann waren wir hier drinnen. Die Entenmayonnaise machen wir jetzt auch erstmal wieder da rein. Verkaufen wir einfach, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht morgen oder übermorgen so ein bisschen geballt. Das schauen wir dann mal. So, die Heizung hat keine Milch, Kira. Ich meine ja nur. Ne? Ja, das mit dem Trüffel ärgert mich ein bisschen. Aber gut, das ist jetzt halt so. Das ist jetzt halt so. Oh, Megalise hat heute keine Milch. Okay, ist in Ordnung. Dann halt heute mal nicht. Auch in Ordnung. Thunfisch könnten wir schon... Weißt du was, wir könnten halt mal kurz zwischenlagern, ne? Das ist jetzt... Jetzt habe ich die Mayonnaise auch nicht mitgenommen. Ah, schöne Geschichte. Da ist Milch schon drinnen. Dann lassen wir die hier auch noch drinnen. So, genau. Das müssen wir zu Gunther geben. Da machen wir uns jetzt als nächstes hin. Jetzt war bloß so ein bisschen die Frage, hatte ich jetzt noch irgendwas offen, was wir ihm auch geben können? Oder hatte ich das letzte Mal schon alles abgegeben? Oh, ich habe es gesehen. Oh, okay. Oh, wow, cool.
Reichhaltige Ernte, würde ich sagen. Sehr schön, sehr schön. Das überarbeiten wir hier demnächst auch nochmal ordentlich, ne? Also das ist jetzt wirklich erstmal nur vorübergehend, erstmal bloß, ne? Da kommt auf alle Fälle nochmal ein bisschen ordentlich Zeug rein. Das müssen wir alles nochmal ein bisschen sortiert machen. Hier ist der Maple Syrup fertig. Mega gut. So, sorry, aber das nervt mich hier mit dem Haufen. Das ist einfach wahnsinnig anstrengend, wenn du hier nirgendwo durchkommst. Okay. So, dann. Da hatten wir ja immer noch nicht wirklich was rein, ne? Die hatte ich die nicht jetzt eigentlich im Frühjahr hin? Ja, ne? Die hatte ich, glaube ich, im Frühjahr hin. Ja, genau. Dann machen wir das doch so. Dann können wir hier das tun oder auch nicht. Die Rübe. Ist die Rübe nicht eigentlich Sommersaat? Ich glaube schon, ne? So, dann können wir das hier hin machen. Und dann haben wir bloß noch den Winter. Oh, perfekt. Guck mal, jetzt sieht es doch alles so viel besser aus. Okay. Ach Mensch, wir müssen ja hier den Köder noch reinmachen. Oh, und da wäre jetzt nochmal eine Überlegung, ob wir es uns ein bisschen einfacher machen, um ein bisschen Erfahrungspunkte weiter zu sammeln. Es gab so ein Angelgerät, vergrößert die Fischleiste etwas. Fische entkommen langsamer, wenn du sie nicht einkurbelst. Ein Fallenfischköder. Wir probieren beides mal aus. Ich glaube, das wäre jetzt halt mal was. Das könnten wir mal gut probieren. So, pass auf, dann da, ne? Einmal. Und den. Genau. So. Dann probieren wir das einfach mal aus. So. Jetzt schaue ich nochmal, wie es jetzt eben halt mit hier den Kisten ausschaut, ob ich irgendwas noch habe, was ich noch nicht abgegeben habe. Heute ist ein guter Tag. Wir können die mysteriösen Kisten dann gleich machen. Ein Matrosenteller wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Aber hier sehe ich jetzt gerade so auf den ersten Blick nichts. Hier, da könnte man zwar die Geoden, aber eigentlich wollte ich jetzt nicht so viel Zeit damit verbringen. Das ist aber alles okay. Da haben wir nichts mehr. Wie schaut es jetzt hier aus? Das sind auch alles Sachen, die wir schon abgegeben haben, ne? Ja, okay. Hier ist da noch irgendwas? Nee, da ist auch nichts mehr. Und da wäre jetzt so das Letzte. Nee. Gut, dann haben wir bloß die besondere Saat. Ist in Ordnung. So, dann hierhin Stadt. Dann machen wir das heute alles mal so ein bisschen zu Fuß. Guten Tag. Kann ich Geoden aufbrechen bei dir? Ja. Okay. Oh, schön. Sehr gut. Auch hübsch. Nehme ich gerne. Kann man Espresso herstellen? Qualitätsdünger ist immer gut gesehen. Nochmal. Ja. Achso, hier. Können wir nochmal. Sehr gut. Oh, das ist auch sehr schön. 10 Blumensamen. Nochmal 3 Kaffee. Jo, das ist natürlich... Oh, das ist ja perfekt. Na dann. Ja, cool. Das gefällt mir jetzt gerade richtig gut. Da haben wir jetzt echt schöne Loot dabei gehabt. Dem Museum spenden. Unbedingt. Ah, wo setze ich dich hin? Ja, komm hier unten hin. Gott sei Dank. Endlich, ne? Belohnung abholen. Yay. So, dann würde ich sagen, auf zum Strand. Und dann... Oh, wir müssen mit Robin noch reden. Mit Robin müssen wir noch reden. Okay. Wie machen wir denn das jetzt? Shit. Okay, ich würde jetzt eigentlich wirklich gerne 1, 2 Fischlis sammeln. Hä?
Ach so, warte. Hä? Wir hatten gestern 10 gefangen, ne? Das hätte ich das gestern noch abgeben müssen? Boah, das wäre ja unfair. Das wäre richtig unfair, ne? Oder sind die 10 für Lila jetzt meine Fische? Dass wir einen neuen Rekord sozusagen aufgestellt haben. Das interessiert mich jetzt. Willkommen zum Tipp. Was kann ich für dich tun? Okay, Belohnungen erhalten. Du hast dir noch keine Belohnung verdient. Fang lieber ein paar... Boah. Scheiße. Wenn ich das gewusst hätte, ne? Wir haben gestern 10 Tintenfische gehabt, ne? Das ist ja jetzt richtig gemein. Ich habe gestern 10 Stück gefangen. Wenn ich das gewusst hätte, dass man... Ich dachte, das kann man sammeln oder sowas. Wie beim Regenbogengedöns-Dings. Ach, das ist ja jetzt richtig zum Kotzen, ne? Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich 10 Stück sammeln, damit wir so eine lilane Belohnung bekommen. So, und dann... Ja, zählen nicht mal die Köder. Das ist halt auch echt super. Jetzt habe ich 3 Köder schon verbraucht, aber erst einen Tintenfisch gehabt. Das ist irgendwie auch ziemlich unfair. Oh, das ist jetzt echt fies, ne? Also da... Boah, da bin ich jetzt schon ein bisschen frustriert, muss ich gestehen, ne? Also, jetzt gucken wir mal, wie viele wir heute sammeln können. Das ärgert mich jetzt richtig. Aber gut, jetzt ist es halt so. Fürs nächste Jahr weiß ich halt besser Bescheid. Das müssen wir mal gucken. Ja, aber eigentlich muss ich ja die Steinquest bei der Robin noch abgeben. Jetzt ist es halt schon 13.50 Uhr. Sonst machen wir jetzt halt einfach gleich kurz eine Unterbrechung. Machen das Käferfleisch schnell fertig. Und dann gehen wir noch zu Robin, damit wir die Steine abgeben können. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn, ne? Pass auf, wir machen das mal so. Wir teleportieren uns mal eben zurück. Wozu hat man die Dinger? Ich liebe mysteriöse Kisten. Großartig. Ah, oh, toll. Yay. Und ich habe jetzt halt nichts. Ah, okay. Schön. Habe ich noch mehr dabei? Nee, leider nicht. Käferfleisch mitnehmen. 100 Stück. Wo habe ich denn das? So, und dann einmal kurz, warte mal, da mache ich das mal eben alles hier kurz mit rein. Ist jetzt halt wieder super nicht sortiert, das ist klar. Wobei die Beißrate könnten wir tatsächlich ganz gut gebrauchen. So, dann habe ich einen Totem in die Berge? Ja, eigentlich schon, ne? Dann machen wir das nämlich so, dass wir ein bisschen schneller sind. Zumindest dachte ich, ich hätte eigentlich... Hatten wir nicht? Ja. Berge. So. Weil viel Käferfleisch brauche ich ja gar nicht mehr. Ne? Das ist nicht viel, was ich brauche. 9? Ja, 9. Na komm, jetzt haben wir es dabei. Jetzt könnten wir es auch tatsächlich mitnehmen, wenn wir es schon dabei haben. Ah, Kupfererz ist okay. So. Also. Nochmal so ein bisschen in die Ebenen. Oh wow, okay. Acht. Das ist groß, ne? Oh, schön. Besonders viel. Ich weiß, es liegt wahnsinnig viel Loot hier rum, aber mir geht es gerade wirklich nur darum, zu gucken, dass wir möglichst schnell die Käferchen fertig kriegen. Aber hier muss man so viel laufen. Das ist echt nicht schön, ne? Ich will eigentlich gar nicht so viel laufen. So, hier haben wir noch einen. Der gibt aber kein Käferfleisch. Hervorragend. Toll. So, da oben ist noch eins.
Der hat gleich 2 gegeben. Das ist sehr schön. Weil wir müssen ja gucken, dass wir zu Robin kommen, ne? Da oben, da waren auch nochmal 2. So, dann machen wir das jetzt nämlich so, dann sind wir ein bisschen schneller. 5 noch. Oh ja, das merkst du sofort, ne? Da, die haben auch nichts gegeben? Oh, Alter. Nicht nett, Leute, nicht nett. Die dafür umso besser. Sehr schön. Wie viel noch? 2? Ja. Gummistiefel. Ah, Regenstiefel. Die brauchen wir nicht, aber gut. Jetzt lassen wir sie mal eben. Nee, da ist auch keiner. Dann hier nochmal. Jetzt wird es halt echt zeitlich richtig knappig, ne? Einer noch. Boah, bitte, ne? Hab halt was dabei, ne? Ja. So, und jetzt haben wir nämlich... Ja, das haben wir sehr schön. Dann haben wir das 100... Die Käferflasche haben wir eh schon dabei. So, dann können wir jetzt gucken, ob wir zu Robin reinkommen oder ob wir Robin irgendwo finden. Ob die hier draußen steht? Ah, perfekt. Ich habe kein Dingsbums dabei, macht nichts. Hey, sieht so aus, als hättest du, wonach ich gefragt habe. Danke dir. Große Hilfe. Okay, wir haben einen neuen Erfolg. Passt wunderbar. So, jetzt gehen wir, teleportieren wir uns an den Strand. So, das ist gut. Dann können wir dann auch gleich die Dingsbums noch abgeben. Die Käferfleisch. Das Käferfleisch eigentlich, ne? Perfekt. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen angeln. Vielleicht fangen wir ja doch nochmal die 6 Stück, die uns jetzt noch fehlen. So, schauen wir mal, ob wir noch... Ah, 5 Stück brauchen wir noch. Mal gucken. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen Zeit, also alles grundsätzlich ja möglich. Gestern hätten wir bloß 8 gebraucht, ne? Bin ich der Meinung für so eine... Huch, was ist denn da los? Für die beste Belohnung. Mal gucken. Oh, Alter, was bist du denn für ein Ding, ey? Das ist aber schwer. Aber gut. Mein Schön ist halt natürlich, dass wir die Erfahrungspunkte auch bekommen, ne? Und wir dann tatsächlich irgendwann Stufe 10 sind. Das wäre jetzt natürlich richtig toll. Was ich übrigens überlegt habe, ist, ne, Stufe 10 ist ja in unserem Fall entweder 50% Wert auf Fisch oder Pirat, dass man mehr Schätze bekommt. Und ich habe ja schon so ein bisschen überlegt, ob wir nicht vielleicht doch eher auf Pirat gehen mit den Schätzen. Denn wir brauchen ja für die Erfüllung dieser Sterne oder sowas müssen wir alle Artefakte sammeln. Und einen Großteil der Artefakte gibt es halt über die Schatzkisten. Und es wäre natürlich schon einfacher, wenn du dann noch so einen Schatzköder hast. Oh, Alter. Was ist denn mit dir, ey? Ne, den Schatzköder und noch Pirat, dann hast du es halt schon irgendwie so ein bisschen einfacher mit dem Sammeln der Schatzkisten. Und dadurch dann eben halt auch die Möglichkeit, alle Artefakte relativ zügig hintereinander irgendwie so zu bekommen. Ne? Deswegen, und man kann doch eigentlich seine Talente ändern lassen, ne? Bin ich der Meinung. Ich meine, ich kann es sowieso, weil ich ja einen Cheat dafür habe. Aber ja, ich habe jetzt schon so ein bisschen überlegt, ob das nicht vielleicht tatsächlich eine Überlegung wert wäre. Ob man nicht erst den Pirat nimmt. Weil die Schatzkiste an sich, dieses Fischdings, das ist eigentlich gar nicht so teuer. Oh, Alter. Der kostet bloß 2 Goldbarren. Also das ist was, das kriegst du in der Schädelhöhle super schnell zusammen. Das ist gar kein Thema. Von daher, ja, jetzt da schon so ein bisschen die Überlegung. So, jetzt hat, oh Gott sei Dank. 19.50 Uhr, okay. So, ich würde gerne mal wissen, was haben wir denn? 3000, okay, super, das ist in Ordnung. Hoppala.
Jetzt gehen wir hier nochmal ein bisschen angeln. Ich guck mal, weiß nicht, ob man mehr wie 10, ob das Sinn macht. Mehr schön wäre natürlich, wenn wir. Oh, Alter. Kannst du bitte. Jetzt habe ich einen Schatz dran gehabt. Jetzt wäre schon cool, wenn du vielleicht doch tatsächlich eventuell lieber dranbleiben würdest. Also die Tintenfische sind schon schwer, ne? Also das ist wirklich was, das ist gar nicht so einfach. Jetzt schießt er wieder nach oben. Oh, krass. 61 Länge nur. Oh. Lesen, um Bergbauerfahrung zu bekommen. Das, wie ist denn das mit solchen Büchern? Wenn ich das jetzt nicht lese, oder habe ich das noch gar nicht? Ah, das habe ich noch nicht. Okay, nee, dann lesen wir es natürlich schon. Weil Bergbau haben wir ja eigentlich die Erfahrung. Aber was bringt das? Gar nichts. Ah, toll. Ich hatte jetzt gedacht, das kann man da. Ach, Menno. Das ist heute aber auch echt, da ist der Wurm drin, ne? Belohnungen erhalten. Wow. Oh. Oh, ich hab keinen Platz. Ich hab keinen Platz. Dann halt so. 9 Stück habe ich noch. Wie ist es jetzt? Jetzt habe ich das alles geholt. Was passiert, wenn ich jetzt noch einen finde? Ja, das Buch können wir gleich lesen. Und den komischen Hut, den setzen wir uns halt einfach kurz auf. Dann hätten wir nochmal ein bisschen Platz. Mich würde es einfach interessieren, weißt du, was jetzt kommt, wie es jetzt ist. Ah, komm schon. Sei halt ein liebes kleines Fischli. Sei ein liebes kleines Fischli. Okay. So, jetzt haben wir 12. Gibt es jetzt eine neue Belohnung? Ah, okay. Also das ist wirklich alles, was wir sammeln konnten. Na dann, alles cool. Wenn das alles ist, was wir sammeln konnten, dann brauchen wir uns auch keine Gedanken machen, ob wir mehr brauchen, mehr fangen können. Das passt dann schon. Meine Finger sind steif gefroren, also werde ich hier einfach eine heiße Tafel Apfelwein. Eine heiße Tasse Apfelwein. Lecker, 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 lecker. Das ist natürlich eine köstliche Angelegenheit. Oh, sehr schön. Euch brauche ich Inventar voll. Hm. Wow, sie ist voller Schätze. Ja, daraus kann man sich einen Piratenhut machen, habe ich gehört. So, die Kunst des Krabbentöpfe haben eine 25-prozentige Chance, das Doppelte zu erbringen. Habe ich das Buch schon? Nee. Hör. Geil. Mega gut. Das ist natürlich auch richtig genial. Ach, schön. Dann hat sich das ja heute tatsächlich doch gelohnt noch. Wie gesagt, ärgerlich. Auf der anderen Seite weiß ich ja nicht, vielleicht hätten wir, wenn wir das gestern, hätten wir vielleicht andere Sachen bekommen. Eine Gewinnmarke. Eine Gewinnmarke. Habe ich erwähnt? Eine Gewinnmarke. Boah. Ja, tja, jetzt müssen wir uns diesen wunderschönen Kopf. Nein! Shit. Wie ärgerlich. Der macht halt um 22 Uhr zu. Es ist 22.10 Uhr. so, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Und dann 22.40 Uhr. Also ein ganz kleines bisschen Zeit habe ich jetzt noch. Ankündigung für die Woche. Wir haben jetzt heute Dienstag, bin ich der Meinung. Ich glaube, ihr habt, für euch ist Dienstag, genau. Ich habe noch Freitag. Bei uns ist im Moment in der Kita Katastrophenalarm. Kein Personal da. Wie könnte es auch anders sein? Ja, es ist bei vielen Kitas so. Oft Mangelware an Personal und sowas, ne? Und deswegen ist, so wie es jetzt im Moment ausschaut, die Kita auf Notbedarf und deswegen muss ich meinen Großen wahrscheinlich zu Hause lassen. Ja,
Ein bisschen uncool. Bedeutet halt, dass ich einfach keine Möglichkeit habe, groß, viel zu machen. Dementsprechend wird es jetzt halt dann Sommerkürbis. Warum gucke ich denn jetzt hier? Da will ich doch rein, ne? Nee, wir machen Bier. Bier. Bier her, Bier her. Oder ich fall um. Genau. Und deswegen wird es jetzt so sein, dass es nächste Woche wahrscheinlich nicht so viele Folgen geben kann, weil ich einfach gar nicht die Möglichkeit habe. Also mit beiden Kindern zu Hause funktioniert es nicht, dass ich sage, ich kann jetzt hier ganz entspannt aufnehmen oder sowas, ne? Dann deswegen, kann passieren, dass ich das so mache, dass ich Planet Crafter und Stardew Valley abwechselnd mache, ne? Ein Tag so. Also, dass ihr habt jetzt heute, ne, Stardew Valley bekommen, jetzt gibt es morgen Planet Crafter und übermorgen ist dann wieder Stardew Valley dran. Ich denke, es funktioniert einfach nicht anders. Ich krieg's nicht anders unter. Es ist natürlich ein bisschen schade, aber ich kann es halt auch nicht ändern. Das ist, wir haben da jemanden sehr Unzuverlässiges und ob die nochmal kommt, weiß keiner so richtig. Dementsprechend, muss die YouTube-Karriere wieder mal ein bisschen hinten anstehen. Aber also grundsätzlich, das ist in Ordnung. Ja, das ist halt jetzt so, da habe ich jetzt erstmal kein Problem mit. Klar, ein bisschen traurig bin ich schon, weil ich einfach für mein Leben gerne zocke, aber meine Kinder sind natürlich wesentlich wichtiger und wenn die Kitas halt einfach im Moment nicht gestemmt bekommt, dann muss man halt einfach schauen. Genau, so. Und dementsprechend, wir verkaufen heute den Gemüsesaft. Ich hatte zwar gesagt, ich würde es gerne aufheben. 67. Machen wir es so. Aber ja. Lässt sich halt manchmal nicht so ganz vermeiden. So, jetzt habe ich meine Gießkanne wieder nicht mit. Dich kann ich also nicht gießen. Tut mir sorry. Ist halt jetzt so. So, dich kann ich jetzt wieder abnehmen. Ich finde dich nämlich ganz grauselig, muss ich gestehen. Also, wir haben weitaus schönere Hüte. Nur, dass ihr halt einfach schon mal eine Orientierung habt. Kann passieren. Es kann auch sein, dass es alles total entspannt wird und die Kinder abends super ins Bett kommen und ich abends tatsächlich wirklich 1,5 Stunden habe zum Aufnehmen oder sowas, ne? Dann bleibt es natürlich auch, wird es auch anders. Wir werden sehen. Ne? Wir machen das ganz entspannt. Und dann, damit verabschiede ich mich jetzt ganz herzlich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, es war mir eine Freude. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.